So, moin und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Baby Blues mit mir, der XRX. Wir sind am, gute Frage, wo sind wir überhaupt? Ich weiß es nämlich nicht. Unsere Aufgabe ist immer noch, neuen Teddybären zu finden und Gott weiß, wo die sind. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe vorhin schon eine Aufnahme gestartet, ganze eine Minute ging das Ganze. Also ich habe noch nichts wirklich gemacht. Ich habe irgendwie aus Versehen eine Taste gedrückt, welche mir verholfen hatte, beziehungsweise die Macht verliehen hatte, das Licht hochzustellen, runterzustellen und durch Wände zu gehen. Hab's aber nicht ausgestellt bekommen, deswegen habe ich einfach wieder neu gestartet. Und ich bin immer noch genauso schlau wie vorher. Eine rote, blutige Hand. Licht gibt's hier anscheinend in diesem ganzen Haus nicht. Nur an manchen Stellen und dann komisch verrückt. Wenn ich jetzt wenigstens wüsste, wie so ein Teddybär aussieht und wenn ich was sehen würde, ne, dann wäre das ja arg vorteilhaft. Ah! What the fuck? Jetzt geht's los. Okay, es geht los. Okay. Da, 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 da. Es ist definitiv zu dunkel in diesem verdammten Haus. Definitiv. Not kidding now. Jetzt da unten irgendwas? Nein, ne? Oh, ich hab Angst, ja Leute. Ich hab so Angst gerade. Gut, noch nicht so derb, aber es kommt so langsam. Mein Angstpegel steigt und steigt und steigt. Weiß nicht mal, wie das Viech aussieht, was da kommen wird, kommen soll. Wir gehen jetzt mal da lang. Da hinten ist nämlich noch nicht. Was liegt denn da? Nix, okay. Klein Baby hat Angst. Ist Donuts. Ich hab Angst. La la la. Dann brauche ich einen Schlüssel dafür, okay. Das Spiel ist echt einfach so dunkel, ne? Es ist derb. Was ist das hier eigentlich? Das, ne? Ach, schade da. Der Akku von meinem Handy geht gerade leer, da habe ich keine Stoppuhr mehr. Schade, schade, schade. Na, egal. Man muss die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Wo bin ich jetzt? Hört ihr das? Ich gehe mal wieder zurück. Verdammt, von wo kam ich jetzt? Ah, da. Weil ich hab vor, jetzt mal in die Küche zu kommen, irgendwie. Ja, la la la. La la la. Ah. Es ist so verdammt dunkel hier. Und da geht's nicht weiter. Warum nicht? Warum geht's da nicht weiter? Ich bin jetzt vom Living Room, bin ich doch da jetzt. Ich bin verwirrt, Leute. I'm verwirrt. Aber ich habe schon mal einen Teddy hier gefunden. Das ist ja schon mal was. Das ist schon mal mehr als im letzten Part. Ich jetzt noch sowas wie Orientierung hier hätte, wäre das echt genial. Ich glaube, ich bin jetzt unten da bei diesen komischen zwei roten Punkten da mit dem Workoffice, oder? Ach, ich glaube, das ist die Uhr, wo hier tickt. Ach so, da haben wir eine Uhr. Okay. Alles wird gut, halb. Alles wird irgendwie gut. Also ich finde es schwieriger als Slender, weil wir einfach es so schwer haben, hier Teddybären zu finden. Das glaubt man nicht. Das gibt's gar nicht. La la la. La la. Das hätte auch warten können bis morgen mit diesen Teddybären, ne? Wenn es dann hell ist, aber nein.
Okay, geh zu. Ach, jetzt fühle ich mich sicher. Ach, guck mal da. Klappe. Okay, ich habe jetzt den Mama-Raum-Key. Lass mal looken. Wir sind jetzt im Badezimmer. Mamas Room ist da hinten. Das heißt, wir gehen jetzt raus und dann rechts. Dann gehen wir mal gucken, ob Mama noch lebt. Ja, ganz toll. Tutsi, hallo? Anybody? Moment. Wir sind jetzt rechts. Ich habe einen Orientierungssinn, wie sonst was. Nochmal rechts. Was war das denn? Boah, ist das so hell auf einmal? Okay, Moment. Rechts, dann müsste ich dann da jetzt links gehen. Gott! Ah! Boah. Beruhig dich, Scheibe, alles wird gut, ey. Bin ich gerade erschrocken. Aber warte mal, wir speichern mal noch gerade. Ich meine, wir haben ja jetzt einen Teddybären. Das müssen wir feiern. Hallo? Hallo? Ich hasse es. Okay. Was war das denn bitte? Die Tür ist gerade zugegangen. War das mit Absicht oder was? Was, was, was? Was geht hier in diesem Haus bloß vor? Manchmal wäre ich ruhig, ich könnte einfach sterben. Ah! War ich das? War jetzt was? Teddybär, hallo? Hallo? Da war ein Heimtrainer. Paranormal! Nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Da kann ich auch nicht weiter. Also, das Spiel, das treibt mich in den Wahnsinn. Wo finde ich hier Teddybären? Ja, ganz toll. Braves Monster. Okay, wir haben zwei Teddybären. Zwei Teddybären heißt, wir speichern gerade nochmals. Wir müssen ja jeden Fortschritt hier sichern. Wer weiß, ob wir jemals wieder einen haben werden. Was brauchten wir noch alles? Also warte mal, wir hatten im Media Room, hatten wir einen Teddybären gefunden, wir hatten in Mamas Room, hatten wir einen Teddybären gefunden. Im Bathroom haben wir den Dingens gefunden. Den Schlüssel. Im Living Room müsste irgendwas sein. In den Washroom kommen wir nicht rein. Und hinten, das kapiere ich irgendwie noch nicht so ganz halt mit dem großen Gang. Da komm ich irgendwie nicht weiter. Gott weiß warum. Und hier, gibt's hier noch irgendwie etwas? Ja, ne? Habt ihr das gesehen? Hat das da schon von Anfang an so gestanden oder? Gott, oh Gott. This game. Tust du mir weh? Weiß man das?
Ich weiß nicht, hier fühle ich mich irgendwie gerade mal sicher. So. Gibt's hier noch irgendwo einen Schlüssel oder irgendwie was Brauchbares? Das habe ich am Anfang dran geguckt. Hier gibt's noch Spielsachen anscheinend. So, Mama, Papa, ich weiß nicht, wo ihr seid. Ja, stimmt, wo sind die eigentlich? Wo pennen die? Haben wir überhaupt einen Papa? Need nine Teddies first. Okay. Das hätte mich auch stark gewundert. Aber was war denn das? Was geht denn ab? Was geht denn ab? Was geht denn ab? Gott, oh Gott, dieses Spiel, das schafft nicht. Das kommt doch von draußen, oder? Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich geschrien und... Es hat aufgehört. Aufgehört. Game. Schlimmer als Länder, ey. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie das hier aussieht. Kommt überhaupt irgendetwas? Wo gehen wir als nächstes hin? Im Media Room waren wir. Gehen wir in den Living Room und gucken mal, was da abgeht. Irgendwie ist die Sicht auf einmal so kacke schräg. Das war hoffentlich die Tür, oder? Please, God, let it be the door. Please. Gibt's hier was Brauchbares? Nein. Irgendwie ist jetzt die Sicht so vergrieselt, vertelevit. Gehen wir mal gerade da rein. Warum ist die Sicht so komisch? Mach die Sicht doch mal normal. Bin ich auch immer gewachsen oder warum ist das so komisch? Gibt's hier irgendwas? Ah. Ich sollte vielleicht Horrorspiele nicht mal allzu blind spielen. Das könnte genauso enden. Schwupps, geh auf. Weil ich bräuchte hier echt mehr Licht. Man nimmt ja gar nichts wahr hier. Ich weiß nicht, ob ich gerade gegen was renne. Wo bin ich bitte? Waren jetzt am Badezimmer. Das müsste dann Hallway sein. Oh, da hinten geht's zum Living Room. Dann sind wir ja doch halbwegs richtig gerannt, auch wenn ich jetzt nicht mal weiß, wo der Media Room ist. Was war das? Was ist das? Leute, Leute, was geht denn ab? Wieso, weshalb, warum? Das, die Tür, wo wir jetzt gerade vorbei waren, das muss der Washroom gewesen sein. Geht's da langs zum Dingens? Ja. So, da geht's. Ah, gut, okay, dann geht's links zur Küche. Ah ja. Und da geht's hoch, oder wie? Und rechts geht's zum Workoffice. Hallo? Wo hab ich jetzt aufgemacht? Ach, hier. Was war das denn? Ach gut, da ist was umgefallen. Brrr! Goddammit! Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Meine Fräse! Es ist zu dunkel hier! Ich speichere.
und mache eine kleine Verschnaufpause. Also bis gleich.